Guten Abend, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Transparenz TV in der Sendung Franz Alt. Seit es Menschen gibt, denke ich, träumen sie davon, anderen zu helfen, sie vielleicht sogar zu heilen. Wir haben zu Weihnachten Rosi Gollmann und die Andere-Hilfe in Bonn vorgestellt. Diese Organisation hat das Wunder vollbracht in Bangladesch, wo es die größte Blindendichte der Welt gibt, 1,4 Millionen Menschen, die blind waren, zum Sehen zu verhelfen und sie mit einer ganz einfachen Operation zu versorgen. 1,4 Millionen Bangladeschis können jetzt wieder sehen, weil eine deutsche Frau und Organisation zum Ziel sich gesetzt hat, dass die Blinden in Bangladesch wieder sehen können. Heute darf ich Ihnen die Nachfolgerin von Rosi Gollmann vorstellen, Elvira Greiner. Elvira Greiner, schön, dass du da bist. Wir duzen uns, wir kennen uns seit vielen Jahrzehnten. Was hat dich zur Andere-Hilfe gebracht? Du warst ja vorher im Auswärtigen Amt als Dolmetscherin. Und dann? Und dann gab es eine ganz kleine Anzeige, dass die Andere-Hilfe ehrenamtliche Unterstützung für Übersetzungen sucht. Mhm. Ich war neu in Bonn, hatte keine Ahnung, was ist die Andere-Hilfe. Internet gab es noch nicht zu dieser Zeit. Also habe ich angerufen und mich erkundigt. Es gab hier außer Frau Gollmann noch zwei Zivildienstleistende und dann war das Team auch schon vollständig. Mhm. Es stellte sich raus, dass ich just auf der anderen Straßenseite wohnte, meine erste Wohnung hatte. Und das passte natürlich. Ich glaube, das war so die erste Fügung, dass ich zur Andere-Hilfe kommen soll. Und inzwischen sind 40 Jahre daraus geworden. Was ist denn die Motivation, diese Arbeit 40 Jahre lang zu machen und jetzt auch noch weiterzumachen, ein paar Jahre? Es hat mich von Anfang an begeistert, wie nah wir mit den Menschen verbunden sind. Ganz anders als in einem großen Ministerium erleben wir hier, dass wir sehr eng mit den Menschen in den Partnerländern, sprich in Indien und Bangladesch, verbunden sind. Wir erleben, was verändert sich durch unser gemeinsames Wirken. Und das ist es, was mich bis heute fasziniert, zu sehen, das, was wir tun, und zwar mit vielen Menschen gemeinsam, das erzielt auch eine Wirkung, eine nachhaltige Veränderung. Die spektakulärste Aktion ist sicherlich die Blindenheilung. 1,4 Millionen Menschen in Bangladesch können sehen, weil ihr hier in Bonn diese tolle Arbeit macht. 1,4 Millionen, unglaubliche Zahl. Wie soll das denn weitergehen? Gibt es immer noch viele Blinde in Bangladesch? Wie ist heute die Situation der Blinden? Es gibt immer noch viele Blinde in Bangladesch, einfach weil die Menschen keine Möglichkeit haben, rechtzeitig zu einem Augenarzt zu gehen. Und das ist etwas, was nach wie vor von uns gefördert wird, dass die augenmedizinischen Teams in die Dörfer fahren. Als ihr angefangen habt mit dieser Arbeit vor 50 Jahren schon, da gab es für etwa 90 Millionen Bangladeschis damals, wenn ich es richtig im Kopf habe, 6 Augenärzte. Das ist ja unglaublich. Und was hat sich da verändert in der Zwischenzeit? Das war eine der wichtigen guten Entscheidungen, dass wir gesagt haben, wir fangen gar nicht erst an, Augenärzte von hier nach Bangladesch zu bringen, auch wenn der Bedarf noch so groß ist, sondern in Bangladesch sofort ein Ausbildungszentrum aufzubauen für Augenärzte, Augenärztinnen, für Pflegekräfte in diesem Bereich. Und das hat sich ausgezahlt. Also inzwischen gibt es sehr viel mehr Ärztinnen und Ärzte, die dort tätig sind. Wir haben insgesamt 9 Augenkliniken aufgebaut. Die sind weitestgehend selbstständig geworden inzwischen. Das war immer unser Ziel, nicht am Tropf der Entwicklungshilfe zu hängen, indem dass sie auch gut zahlende Patienten behandeln. Aber gleichzeitig ist uns wichtig, dass niemand weggeschickt werden muss, weil er eben nicht bezahlen kann. Und dafür gibt es einen sogenannten Poor Patients Fund. Das heißt, deutsche Spenderinnen und Spender machen es möglich, dass diese Menschen dann trotzdem behandelt und operiert werden. Ich habe gelesen, es gibt tausende Augenärzte, 6.000 oder 8.000 in der Zwischenzeit. Geht die Entwicklung weiter und ist das Land heute gut versorgt mit Augenärzten?
Es geht weiter zum Glück in die gute Richtung diesbezüglich, aber es ist nach wie vor so, dass Menschen, die in abgelegenen Dörfern leben, es gibt Dörfer ja in den Waldgebieten, im Hügelgebiet, es gibt Dörfer auf diesen Flussinseln, da gibt es auch heute immer noch keine Augenärzte und das wird sich wahrscheinlich auch nicht so schnell ändern. Das heißt, das ist immer noch eine Lücke, die es noch zu überbrücken gilt. Warum gibt es denn in Bangladesch so viele Blinde? Warum gerade dort, in diesem einer der ärmsten Länder der Welt, die größte Blindendichte der Welt? Auf jeden Fall spielt die Ernährungssituation eine Rolle. Vitamin A-Mangel ist einer der ganz entscheidenden Faktoren. Und es ist eben auch die Unwissenheit. Oft führt eine nicht behandelte Verletzung oder eine Erkrankung zu einem langfristigen Augenschaden, auch zur Erblindung. Und die Menschen gehen nicht sofort irgendwo den weiten Weg zu einem Augenarzt. Also ist es dann oft zu spät, wenn sie dann kommen. Ein weiterer Schwerpunkt eurer Arbeit, der Andere-Hilfe Bonn, gilt der Befreiung der Frauen und der Befreiung der Kinder. Was habt ihr denn da in den letzten Jahrzehnten erreicht durch eure vorbildliche Arbeit? Ich finde das unglaublich eindrucksvoll, wenn ich sehe, was sich verändert, wenn Frauen eine Chance bekommen. In der traditionellen Gesellschaft dürfen sie ja oftmals nicht mal in der Familie mitreden, geschweige denn in der Gesellschaft. Das heißt, Frauen sieht man als mitredende Personen selten in der Öffentlichkeit. Aber wenn diese Frauen sich in Gruppen zusammenschließen und über Themen reden, die ihnen ganz persönlich unter den Nägeln brennen, dann entwickeln die eine Stärke, was wirklich unglaublich ist. Wenn ich das dann so sehe bei meinen Reisen, wie Frauen, die wirklich vorher nie eine Chance hatten, die nicht lesen und nicht schreiben können, plötzlich aufstehen in einer Dorfversammlung und darüber sprechen, was da jetzt wichtig ist zu tun, als Frauen, als Dorfgemeinschaft, aber auch welche Rechte sie haben gegenüber der Regierung, welche Programme sie nutzen können, dann denke ich, wow, das sind Analphabetinnen und so starke Botschafter. Und jetzt inzwischen haben sie auch Zugang zu Geld. Das war vorher in einer muslimischen Gesellschaft ein Tabu, dass Frauen Geld haben. Was hat sich dadurch verändert? Naja, wenn Frauen selber Geld in Händen haben, ist natürlich eine ganz andere Möglichkeit gegeben, Entscheidungen zu treffen. Vorher lagen die Entscheidungen über die Finanzen bei demjenigen, der das Geld verdiente. Das war in der Regel der Mann. Die Frauen setzen sehr viel mehr ein für die Gesundheitsfürsorge, für die Bildung ihrer Kinder, für die bessere Ernährung. Also da merken wir, dass sich vieles verändert und es verändert sich ein Selbstbewusstsein der Frauen. Weil sie plötzlich sehen, ich kann was erreichen, ich kann was beitragen und ich bin nicht mehr rein abhängig von meinem Mann. Als ich mit Rosi Gullmann vor Jahrzehnten dort war, habe ich oft gehört den starken, eindrucksvollen Satz von den Bankern auch, wenn ich einer Frau Geld gebe, dann entwickelt sich eine ganze Familie und ein halbes Dorf. Wenn ich einem Mann Geld gebe, hat mir ein Banker dort gesagt, dann kauft er sich Zigaretten oder ein Motorrad? Und da hat sich vieles geändert, dadurch, dass die Frauen jetzt Zugang zu Geld haben. Ja, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, was es möglich macht, Veränderungen in der Familie und auch darüber hinaus umzusetzen. Was ich eindrucksvoll finde, ich war vor 2 Jahren bei der Reise der letzten vor Corona im Norden Indiens und da hat so die erste Generation von jungen Mädchen jetzt die Schule abschließen können und sogar Abitur gemacht. Für die Mütter noch völlig undenkbar, alle Analphabetinnen noch. Und dann kam so bei mir der Gedanke, und jetzt werden sie jetzt dann doch verheiratet? Und da war aber eine Dynamik drin, nein, sie sollen eine Ausbildung machen, sie sollen ein Studium machen und da stehen die Mütter dann vor allen Dingen ganz stark dahinter und sagen, meine Tochter soll diese Chance bekommen. Und die setzen das um. Und was ich total faszinierend fand, ich habe gedacht, jetzt kommt als nächstes die Frage, könnt ihr das denn bitte finanziell unterstützen? Stattdessen sagten sie, nein, wir brauchen eure Hilfe nicht mehr. Es gibt Regierungsprogramme, es gibt andere Möglichkeiten. Unsere Bitte ist, helft Frauen in anderen Dörfern. Da geht mir das Herz auf. Euer Grundsatz ist ja sowieso nicht nur karitativ helfen, sondern eher Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Was heißt das denn ganz konkret und praktisch aufgrund deiner Erfahrung? Das bedeutet, dass von Anfang an für alle Beteiligten klar sein muss, das ist eine begrenzte Hilfe. Wir unterstützen das, was du vor Ort selber tust. Wir können keinen Menschen entwickeln. Das können sie nur selber. Und das ist interessant, wenn Menschen das verstanden haben. Ich bin hier nicht Almosenempfänger, sondern
Ich kann selber etwas tun und da wird mir bei geholfen, für eine begrenzte Zeit. Dann ist eine andere Ausgangsposition da. Ich habe mal ein junges Mädchen gefragt bei meinen Dreharbeiten für die ARD mit Rosi Gollmann zusammen, wie viele Kinder willst du denn mal haben? Da hat sie gesagt, ich gehe zur Schule und ich werde einen Beruf erlernen und ich will vielleicht ein oder zwei Kinder. Dann habe ich gefragt, wie viele Kinder hatten denn deine Großmutter? Und dann sagt er, irgendwie zwischen 10 und 11 oder 12. Das ist doch ein grandioser Unterschied. Und das heißt auch, in Indien wächst die Bevölkerung nicht mehr, sondern sie ist bereits stabilisiert. Ein Riesenfortschritt vor dem Hintergrund des Bevölkerungswachstums. Ganz genau. Und ich meine, es wurde ja viel diskutiert aufgrund dieses hohen Bevölkerungswachstums, was man tun muss, um Familienplanung möglicherweise sogar mit Zwang durchzuführen. Es gab ja schlechte Erfahrungen, die die Menschen in diesem Land haben machen müssen. Aber was wir sehen, genau das, wenn sie Entwicklungschancen haben, wenn sie sehen, zum einen, ich kann einen Beruf erlernen, ich kann etwas anderes aus meinem Leben machen, ich kann über Empfängnis auch entscheiden und ich muss nicht davon ausgehen, dass jedes zweite meiner Kinder, das ich in die Welt bringe, verstirbt im Kindesalter, sondern es gibt auch bessere Chancen der Gesundheitsversorgung und dass diese Kinder auch erwachsen werden. Und da ändert sich so viel. Und für mich ist das auch also sehr, sehr eindrucksvoll. Ganz vor kurzem sagte noch eine Spenderin, also das gefällt mir überhaupt nicht, immer noch die hohe Kinderzahl und so weiter. Da müssen Sie doch erstmal rangehen. Ja. So, und ich habe gesagt, wenn wir das anschauen, Bangladesch zum Beispiel, als wir anfingen unsere Arbeit in den 70er Jahren, da hatte eine Frau im Durchschnitt 7,9 Kinder. Ja. Heute sind es 2 Kinder. Ja, was ist das für ein Erfolg, der erzielt wurde? Und zwar nicht mit Zwang, sondern indem, dass die Menschen selber andere Perspektiven sehen. 2 Kinder, das heißt, die Bevölkerungszahl wird stabilisiert und wird kaum noch steigen. Ich habe mal gelesen, 2,1 Kinder pro Frau würde eine Stabilisierung bedeuten. In Indien sind wir bereits bei 2,0 Kinder, habe ich gerade in einer Studie gelesen. Das heißt, eines der Hauptvorurteile bei uns, das du gerade zitiert hast, höre ich auch oft. Was nützt die ganze Entwicklungshilfe und Entwicklungsunterstützung, wenn die so unendlich wachsen? Das kann doch nicht gut gehen. Indien wächst nicht mehr, Bangladesch wahrscheinlich auch nicht mehr. Das Problem ist noch Afrika, richtig? Ja, Indien das ist noch ein großes Problem. Es wird dort auch noch ein Wachstum geben, weil es einfach zurzeit eine sehr hohe Zahl von jungen Frauen gibt oder von jungen Menschen in dem Alter, wo dann die Familienplanung jetzt ansteht. Aber das ist eine Tendenz, die sehr, sehr ermutigend ist in dieser Richtung. Und das finde ich sehr schön, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, wo man eben mit Zwangsmaßnahmen gearbeitet hat. In Indien und Bangladesch werden ja noch immer Neugeborene getötet, vor allen Dingen neugeborene Mädchen, weil sie Mädchen sind. Ich habe mal eine Abtreibungsstatistik eines großen Krankenhauses gesehen, die sagte, 7000 Mädchen abgetrieben, 100 Jungs. Hat sich da was geändert in den letzten Jahrzehnten? Das ist leider ein ziemlich trauriges Kapitel, was auch heute noch uns umtreibt. Wobei wir natürlich in einer ganz anderen Situation sind. Wir können sagen, das ist ja ganz furchtbar und natürlich ist ein Mädchen genauso viel wert wie ein Junge. Wäre ich Frau in Indien und wüsste genau, wenn ich nicht mehr arbeiten kann, dann habe ich entweder einen Sohn, der für mich sorgt, oder ich liege bettelnd auf der Straße. Weil meine Tochter, die ist verheiratet und gehört zur Schwiegerfamilie. Da fehlt diese Sicherheit und dann brauche ich einen Sohn. Und das ist etwas, was es für die Familie natürlich gravierend macht, zu sagen, ich muss schauen, dass ich einen Sohn bekomme. Und für das Mädchen muss ich noch eine Mitgift bezahlen. Es ist per Gesetz verboten, keine Frage. Aber wir wissen alle, dass Realität und Gesetz oft weit auseinanderklaffen. Wir haben ja Filme gedreht in Dörfern, wo die meisten neugeborenen Mädchen umgebracht worden sind. Meistens von der Schwiegermutter. Hat sich das inzwischen geändert oder werden neugeborene Mädchen heute immer noch getötet? Also das hat sich zum einen deshalb geändert, weil es heute mehr Möglichkeiten der Pränataldiagnostik gibt, selbst auf dem Lande. Man muss dafür bezahlen, aber dann heißt es, überleg doch mal, diese Untersuchung ist wesentlich billiger als nachher die Mitgift für eine Tochter. Also insofern gibt es das noch. Auf der anderen Seite sehen wir auch gerade diese besser gebildeten Frauen, die haben auch ein anderes Bild. Und wenn ein Mädchen erfahren hat, ich konnte ja auch eine Ausbildung machen, ich kann ja auch mein Geld verdienen, eine solche Frau, wenn die junge Mutter wird, da ist eine andere Situation. Die wird nicht mehr ihr Mädchen unbedingt abtreiben. Und das erlebe ich oft, dass da gesagt wird, da so schon, ein Mädchen ist uns genauso willkommen wie ein Junge.
gibt es immer noch dieses Unwesen der unglaublich hohen Mitgift, die Familien bezahlen müssen, wenn eines ihrer Mädchen heiratet. Leider ja. Wir erleben schon, dass das natürlich Themen sind, die auch in den Frauengruppen sehr intensiv diskutiert werden, weil so oder so betrifft es ja jede Familie. Insofern ist das etwas, was für jeden auch oft sehr schmerzhaft ist, was damit verbunden ist. Und da gibt es dann schon Entwicklungen, das auch ganz sein zu lassen, dass auch Familien sagen, nein, wir nehmen keine Mitgift an. Das ist ja auch der Punkt. Aber das ist eine Entwicklung, die sicher noch über lange Zeit weitergehen wird. Und ich hoffe, dass sie weniger werden wird. Aber das ist nichts, was sich in wenigen Jahren abschalten ließe. Eure Arbeit hat ja dazu geführt, bei diesem Thema, dass in vielen Dörfern, zumindest in Südindien, wo ich das miterlebt habe, heute keine Mädchen mehr abgetrieben werden. Eben durch die Organisation der Frauengruppen, die sich das einfach verbieten und Umzüge machen. Und Kokosnüsse, Kokospalmen pflanzen. Und die sagen, diese Kokospalmen bringen die Mitgift für die Mädchen, die wir später leider noch immer bezahlen müssen. Aber das ist noch nicht in einigen Dörfern, habt ihr das ausgerottet sozusagen? Ja, und ich sag mal, wir können ja immer nur Modelle schaffen. Ja. Wir können ja nicht einen ganzen Subkontinent wie Indien die Welt verändern. Das ist ohne dies ja nicht, dass wir es tun, sondern unsere Partner vor Ort vor allen Dingen. Aber es ist so, dass Modelle sind und in den Dörfern drumherum und die Mädchen, die aus diesen Dörfern verheiratet werden, anderswohin. Also die Botschaft geht ja weiter und das ist das Schöne so zu sehen. Es verändert sich etwas über den begrenzten Rahmen unserer direkten Projektdörfer und der Frauengruppen auch hinaus. Ich habe einen Professor erlebt, der war dabei in den Dörfern, wo wir gedreht haben, das Thema Mädchentötung. Und er hat gesagt, ich schäme mich für meine Gesellschaft, dass heute noch neugeborene Mädchen getötet werden. Und er hat gesagt, erst als andere Hilfe kam, eine deutsche, eine ausländische Hilfsorganisation und das deutsche Fernsehen dieses Thema aufgegriffen hat, haben es endlich auch einheimische Politiker und hiesige Journalisten aufgegriffen. Aber ich schäme mich dafür, dass das erst von außen angestoßen werden musste, dieses Thema. Das war ein Tabu. Und du meinst, auch heute noch gibt es dieses Tabu des Mädchentötens in Indien. Ja, wie gesagt, häufiger die Abtreibung der weiblichen Föten als die aber dann des Abtreibung eben. So, aber auch das ist nicht viel besser. Jungs als weit das weniger abgetrieben als natürlich, Mädchen. Natürlich, wie gesagt, man braucht unbedingt einen Jungen als wirtschaftliche Versorgung, auch um die Totenriten durchzuführen. Das kann im Idealfall nur der Sohn, damit das Leben dann gut weitergeht. Und das sind Dinge, die sind über Jahrtausende gewachsen. Die bricht man nicht innerhalb kurzer Zeit auf. Und mir ist auch wichtig zu sagen, es waren letztlich nicht wir als deutsche Organisation, die da hingegangen sind und mit dem Finger drauf gezeigt haben, und was macht ihr da, das geht doch gar nicht. Es waren indische Partner, Partnerinnen, die das Thema angegangen aber sind. Aber eure indischen Partner, unsere mit denen Partner ihr zusammengearbeitet habt. Die es nur deshalb tun konnten, weil wir sie dabei gefördert haben. Aber sie waren an der ersten Stelle und haben das Thema aufgegriffen. Und ich kann mich erinnern, dass die Partnerin direkt mit diesem Thema in die Dörfer gehen wollte. Die ist hochkantig aus diesen Dörfern rausgeworfen worden, weil jeder wusste, das findet statt. Jeder im Dorf. Aber keiner wollte darüber reden. Und erst als die dann nochmal anders angefangen haben, haben gesagt, uns geht es doch darum, dass es eine allgemeine Entwicklung gibt, dass ihr bessere Gesundheit, bessere Ernährung, Bildungschancen habt. Dann konnten diese Frauengruppen gebildet werden, dann ist da Vertrauen gewachsen. Und dann haben diese Frauen in den Gruppen auch genau darüber gesprochen. Aber wir müssen sehr vorsichtig sein, und das ist mir ganz besonders wichtig, nicht wir als Deutsche können dort den Menschen zeigen und sagen, wie es geht. Es muss von dort kommen. Wir können begleiten und unterstützen, aber in erster Linie müssen die Veränderungen von dort ausgehen. Ich habe auch erlebt, zu meiner großen Überraschung, dass erstmals Frauen, als wir dieses Thema gedreht hatten, die ihre Mädchen haben töten lassen, meistens sind es ja die Schwiegermütter, die das machen, sich geschämt haben vor der Kamera und zugegeben haben, ja, drei meiner neugeborenen Mädchen wurden von meiner Schwiegermutter getötet. Da gab es auch sofort einen Streit dann zwischen anwesenden Männern und den Frauen, wer verantwortlich ist. Ich habe auch Männer erlebt, die gesagt haben, das wollen wir nicht mehr. Hat sich da etwas getan bei den Männern, dass auch die Männer sagen, jawohl, wir sagen ja zu einem Mädchen. Was ist da deine Erfahrung in der Zwischenzeit?
Also überhaupt haben wir festgestellt, es ist ganz wichtig anzufangen mit diesen Frauengruppen, weil die Frauen sich in gemeinsamen Treffen zum Beispiel gar nicht wagen zu artikulieren. Aber es ist dann auch wichtig, die Männer mit einzubeziehen, die Jungs mit einzubeziehen. Die sind ja genauso geprägt von dieser jahrtausendealten Tradition wie die Frauen. Und da muss auch ja etwas sich verändern, auch im Denken der Männer, der jungen Menschen, sodass in vielen Projekten jetzt eben auch Jungengruppen gebildet werden. Es werden auch Männergruppen gebildet. Und das ist etwas, wo dann auch nicht nur die tradierte Meinung wiederholt wird, sondern wo man diskutiert. Und letztendlich glaube ich, dass weder ein Mann noch eine Frau möchte, dass sein Kind umgebracht wird. Einer meiner Filme, die ich da vor etwa 20 Jahren gedreht habe, hieß: Das Wachstum steigt, die Armut bleibt. Was ist nach 40 Jahren Erfahrung von dir die Situation heute? Ist das immer noch so, dass das wirtschaftliche Wachstum steigt, aber die Armut der Massen in Indien noch immer bleibt? Es ist auf der einen Seite so, dass tatsächlich das Wachstum da ist. Von daher, wenn man die Gesamtzahlen... Bis zu 8% pro Jahr Wachstum gemessen worden. Ja, es ist etwas weniger geworden, nichtsdestotrotz noch eindrucksvolle Zahlen. Und wenn man das dann nur in der Gesamtzahl betrachtet, dann klingt das durchaus eindrucksvoll. Aber die Verteilung ist tatsächlich sehr ungleichmäßig. Es gibt wohl eine wachsende Mittelschicht. Das sehen wir, das ist auch eine gute Entwicklung, aber die Masse der armen Menschen sind nach wie vor überwiegend in Armut. Was wir versuchen ist, die indische Regierung hat große Programme zur Armutsbekämpfung im eigenen Lande, aber die erreichen oft genau diejenigen nicht, für die sie gedacht sind. Und in unseren Projekten wollen wir zum einen Modelle schaffen, zum Beispiel im Bereich Ressourcenschutz, wo die Menschen Arbeit finden, wo dann aber auch die staatlichen Programme andocken können, durch solche Programme Lohn für Arbeit zum Beispiel. Große Programme gibt es da und die lassen sich dann auch hervorragend integrieren. Und das muss der Weg sein, dass wir auch da zwar auch wieder Art Modelle schaffen, wo dann aber andere andocken und wo es dann in die Breite gehen kann. Aber da ist noch sehr viel zu tun. Hat die Corona-Situation vieles zerstört von dem, was ihr jetzt in den letzten 4, 5 Jahrzehnten in Indien und Bangladesch aufgebaut habt? Ja und nein. Bildung, Wissen, was in den Köpfen der Menschen entstanden ist, das ist natürlich da geblieben. Das ist das Plus, was den Menschen auch ein Stück geholfen hat. Aber auf der anderen Seite gibt es zwei Bewegungen, die uns sehr beunruhigen. Das eine ist, Millionen und Abermillionen Wanderarbeiter haben ihre Arbeit verloren. Die Bilder, glaube ich, hat jeder hier auch bei uns in den Medien gesehen, wie sie wirklich in Riesenkolonnen versuchten, aus den Städten nach Hause zu gehen. Busse, Bahnen gab es schon nicht mehr, hunderte Kilometer zu Fuß unterwegs. Zu Hause in den Dörfern angekommen, hatten die Menschen große Angst, dass die das Virus mitbringen ins Dorf. Es kam zu ganz dramatischen Szenen. Der Hunger war so groß wie selten. Wir haben in der Situation tatsächlich auch entschieden, Nahrungsmittel zu verteilen, was wir sonst nicht als unsere Aufgabe sehen. Aber es ging ums schiere Überleben der Menschen, die keine Arbeit mehr hatten. Das ist so das eine. Das ist auch noch nicht wieder auf einem Niveau, wie es vorher war. Unsere Partner haben zum Glück vielfach sehr schnell umgesteuert, haben arbeitsintensive Maßnahmen in den Dörfern geschaffen, sodass die Leute dort Arbeit im Dorf fanden. Sie haben die Leute sehr motiviert, Küchengärten anzulegen, damit sie ihr eigenes Gemüse ernten, damit wenigstens eine grundlegende Ernährung gesichert ist. Also es ist da auf einem guten Weg, dort wo es Hilfe gibt, aber anderswo sieht es auch sehr fatal aus in Bezug auf Arbeit und Einkommen. Und die zweite ganz große Sorge gilt den Kindern. Online-Schooling klingt gut für die Kinder aus den Familien, mit denen wir arbeiten. Völlige Utopie. Kein Strom, kein Internet, kein Computer sowieso. Das heißt, diese Kinder waren 2 Jahre nicht in der Schule. Jetzt sind die Schulen wieder geöffnet. Aber da sicherzustellen, dass diese Kinder jetzt nochmal zurückgehen in die Schule, das ist wirklich Anlass zur Sorge. Und gerade wenn es Mädchen sind, wenn es junge Mädchen in der Pubertät sind, auch vielleicht dann doch gleich heiraten. Also da arbeiten wir mit all unseren Partnerorganisationen sehr, sehr intensiv dran, um Schlimmeres zu verhindern. Kein Strom, kein Internet, hast du gerade gesagt. Ihr macht aber inzwischen auch Programme für und mit Solaranlagen, gerade für die Ärmsten. Hilft das und in welcher Weise?
Also das ist ein Programm, was wir vor allen Dingen in Bangladesch realisieren, und zwar vor allen Dingen in Gebieten, wo die Menschen überhaupt nicht mit Stromanschluss rechnen können. Auf diesen großen Flussinseln, diesen Chars, wer hätte da Interesse, Strom hinzulegen? Nach der nächsten Flut sind die Inseln wieder in einer anderen Weise vorhanden oder auch gar nicht mehr vorhanden. Dort helfen diese kleinen Solar Home Systems, und die machen einen immensen Unterschied, weil wir stellen fest, die Leute haben abends helles Licht, die Kinder können Hausaufgaben machen, die Eltern... Und dann endlich in die Schule gehen, wenn sie Hausaufgaben machen können. Genau, können lernen. Die Eltern können in Heimarbeit etwas dazu verdienen, und das ist wirklich ein Sprung in wirtschaftlicher Hinsicht und in Bezug auf die Bildung. Also kleine Anlagen und immens große Wirkung. Ich will mal so ein Beispiel zeigen. Wir blenden jetzt einige Bilder ein. In Südindien habe ich diese Frau getroffen. Und diese Frau hat mir voller Stolz ihre Solarlampe gezeigt. Die wird betrieben mit einer kleinen Solaranlage auf dem Dach. Halber Quadratmeter reicht aus für zwei Solarlampen. Und jetzt kommt der Clou dieser Geschichte. Ihre Kinder können jetzt abends eben im Schein von Solarlampen Hausaufgaben machen und können zur Schule gehen. Und das Mädchen erzählte mir voller Stolz, selbstverständlich bin ich in meiner ganzen Familientradition die erste weibliche Person, die in die Schule kann, dank der Solaranlage. Was kostet denn so etwas, wenn ihr das initiiert in Indien oder in Bangladesch? Also wir haben Solaranlagen in Bangladesch jetzt zum Beispiel, die nicht mal 200 Euro kosten. Und damit ist eine ganze Familie dann wirklich versorgt. Und das ist wirklich, was du schilderst, das ist diese langfristige Wirkung. Es geht nicht nur darum, dass die Familie Licht hat, sondern es hat Effekte, die für die ganze Familie immens sind. Was ist denn eure Erfahrung? Spenden die Deutschen auch dann, wenn ihr solche Projekte anbietet, Solarlampen, Solaranlagen, Photovoltaik auf dem Dach oder für Biogasanlagen? Was ist da eure, oder sagen die, naja, solange wir helfen und spenden, damit die nicht verhungern, aber für alles andere sind wir nicht zuständig. Was ist da eure Erfahrung? Es ist sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sagen, ich spende gerne, weil ich will helfen und ich weiß, ihr macht was Gutes damit. Und wenn ich dann frage, was liegt Ihnen besonders am Herzen, dann höre ich manches Mal, das ist mir egal, ihr wisst doch am besten, wo ist es jetzt am dringendsten. Das darf also dann in unserer ganzen Bandbreite der Projektarbeit eingesetzt werden. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, also ich brenne hier für Klimaschutz, also ist es mir wichtig, da doch auch noch was zu tun. Das ist genau das, was für mich wichtig ist. Und es gibt einen anderen Menschen, der sagt, ich hatte gerade eine Augenoperation. A, weiß ich, was die gekostet hat, und B, weiß ich jetzt von Ihnen, die kostet in Bangladesch mal gerade 50 Euro und der Mensch kann sich trotzdem nicht leisten. Das ist jetzt mein Anliegen. Und das greifen wir auch gerne auf. Also wenn jemand sagt, mir ist dieses oder jenes besonders wichtig, dann ist das für uns auch ein Auftrag, das dann genauso einzusetzen. Elvira, was sind denn eure wichtigsten Zukunftsaufgaben für Indien und Bangladesch? Also wenn wir das anschauen, was jetzt los ist seit dieser Corona-Krise, weltweit, nicht nur in diesen Ländern, dann könnte man ja denken, es gibt nichts, was so schlimm ist wie diese Corona-Krise. Aber ganz ehrlich, was wir in Indien und Bangladesch erleben, und zwar nicht erst seit 2 Jahren, sondern deutlich länger, ist, dass der Klimawandel den Menschen die Lebensgrundlage raubt. In Bangladesch immer heftigere, immer häufigere Überflutungen. Ja, die Bilder hier von der Ahr und von anderen Flutgebieten waren furchtbar. Ich kenne sie aus diesen Ländern schon lange. Und in Indien sind es unberechenbare Monsunregen, es sind Dürrekatastrophen, es gibt Selbstmorde unter Bauern, die nicht mehr wissen, ein noch aus. Andere verlassen die Heimat in der Hoffnung, in der Stadt Arbeit zu finden. Die landen auf der Straße, die haben noch nicht mal eine Slumhütte dann. Also das sind Dinge, wo wir sagen, da müssen wir versuchen, diesen Menschen Chancen zu eröffnen, in der Heimat zu überleben. Das ist natürlich eine immense Herausforderung, aber wir haben viele Beispiele, wo wir sehen, das ist möglich. Also wenn mit Wasser zum Beispiel extrem sorgsam umgegangen wird, wenn es aufgefangen wird, wenn es sorgsam genutzt wird, wenn die Landwirtschaft angepasst ist an den Verbrauch von Wasser, dass man Biodünger und entsprechend nur ausgewähltes Saatgut nimmt, was angepasst ist an diese klimatischen Bedingungen, dann können Menschen wieder in der Heimat überleben. Und dann wird plötzlich Landwirtschaft nicht mehr etwas, ach, die machen da so irgendwas auf ihrem Feld und können davon nicht leben, dann hat das plötzlich auch eine Anerkennung, weil da gibt es auch die Kombination von traditionellem Wissen mit vielen modernen Erkenntnissen. Und das ist etwas, wo ich merke, ja,
da geht es hin, wenn es überhaupt für die Menschen in diesen Ländern gut weitergehen soll. Wir waren ja alle erschrocken, als auch in Deutschland der Klimawandel nun wirklich angekommen ist und im Ahrtal über 100 Menschen gestorben sind. Ich erinnere mich unvergesslich, Anfang der 70er war ich als junger Fernsehreporter in Bangladesch zum ersten Mal. Die Sturmflut damals, 350.000 Tote. Das Land, man muss sich mal diese Geografie vorstellen, im Angesicht des Klimawandels, liegt wenige Meter über dem Meeresspiegel. Und wenn der Meeresspiegel in diesem Jahrhundert bis zum Ende des Jahrhunderts 2, 3, 4 Meter ansteigt, haben heute 168 Millionen Bangladeschis in einem Land etwas größer als Bayern keinen Boden mehr unter den Füßen. Dort ist Klimawandel eine ganz andere Herausforderung, als das bei uns der Fall ist. Was kann denn eine relativ kleine Hilfsorganisation wie Andere Hilfe nun wirklich tun? Was sind die konkreten Möglichkeiten, dort in dieser schrecklichen Situation zu helfen? Es ist tatsächlich so, dass wir als Andere Hilfe oder auch alle Menschen in Bangladesch zusammen es ja gar nicht mehr aufhalten können. Ja. Diese Menschen tragen am wenigsten zum Klimawandel bei, aber er trifft sie unter anderem extrem hart. Und wie gesagt, 168 Millionen Menschen auf dieser kleinen Fläche, etwa 30% des Landes können in wenigen Jahrzehnten verschwunden sein. Wo soll man diese Menschen umsiedeln? Es ist eine immense Aufgabe. Im Moment versuchen wir da hinzugehen, zu sagen, wir wollen, dass die Menschen, die jetzt dort leben, eine Chance haben, sich auch Kenntnisse anzueignen, die sie mitnehmen können, wenn sie denn alles verlieren. Ja. Auf der einen Seite fördern wir schon Projekte, wo die Hütten und auch die Viehställe höher gelegt werden um 2 Meter. Das hilft eine Weile, ein paar Jahre, das wird nicht auf ewig helfen, das wissen wir. Ein Solar Home System, das kann ich abmontieren, das kann ich mitnehmen. Eine berufliche Ausbildung, die ich mache, diese Kenntnisse kann ich mitnehmen. Also das wird das sein, wo es hingeht, weil dieses Land wird nicht zu schützen sein vor diesen Überflutungen. Schauen wir uns mal einen Filmausschnitt an, den die Kollegin Marion Meyer-Hodal mit dir zusammen in Bangladesch zu diesem Thema Klimawandel in einem solch armen Land wie Bangladesch gedreht hat. Der 58-Jährige ist unterwegs zu einem Treffen, organisiert von der Nichtregierungsorganisation AKK. Es geht um die Klimaveränderung und ihre Folgen für Bangladesch. Die Anwohner sind zahlreich erschienen und Ohed Wahid Ali als Dorfvorsteher teilt gleich seine Sorgen mit. Vor 35 Jahren war hier ein Fluss, jetzt ist da ein Rinnsal. Seine Kinder können hier nicht mehr leben. Wie er denken viele. Die Vorsitzende der Andere Hilfe Bonn, die die AKK-Organisation finanziell unterstützt, hört sich die Sorgen der Menschen an. Für die Bewohner der Schwemmlandinseln liegt die Zukunft anderswo. Die Überflutungen dauern schon bis zu einem Monat an. Und sie kommen immer öfter. Wir bekommen durch eure Hilfe schon Unterstützung, aber das Leben ist hier besonders schwierig, sagt sie. Einige der Menschen besitzen Land, die meisten arbeiten aber als Tagelöhner. Ihr Verdienst ist gleich null, wenn die Felder überschwemmt sind. Aber ihre Familien müssen trotzdem etwas essen. Wenn sie 2 Mahlzeiten Reis pro Tag bekämen, wären sie schon zufrieden, aber das ist nicht garantiert. Pferdekarren oder Motorräder sind die einzigen Transportmöglichkeiten auf den Inseln. Elvira Greiner zeigt uns die Auswirkungen der Überschwemmungen. Bangladesch ist beinahe doppelt so groß wie Österreich, gehört aber zu den am dichtesten bevölkerten Staaten der Erde. Und nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums wird das Land bis zum Jahr 2020 1% weniger Landfläche haben. Und das noch ohne die Prognosen der Wissenschaftler über die Auswirkungen des Klimawandels zu berücksichtigen.
viele Leute sagen, Bangladesch hat gar keine Chance. Es liegt in diesem Mündungsdelta der großen Flüsse Ganges, Brahmaputra, Meghna. Von Indien her aus dem Norden kommen immer mehr Wassermassen. Aus dem Süden wird es immer mehr Wirbelstürme geben. Wenn der Meeresspiegel nur um einen Meter ansteigt, was ja viele prognostizieren, dann wird 17% dieses Landes verschwunden sein. Und Bangladesch wird wahrscheinlich nie die Mittel haben, wirklich Deichschutzmaßnahmen an dieser ganzen Küstenlinie zu bauen. Auf der anderen Seite sagen wir auch, ein Lost Cause, a Lost Country, wir dürfen Bangladesch nicht fallen lassen. Hier leben 160 Millionen Menschen und die verdienen eine Chance. Die sind nicht verantwortlich für den Klimawandel oder nicht in großem Maße, aber sie sind am härtesten betroffen. Am härtesten betroffen wären auch die Kinder auf den Schwemmlandinseln. Auf dieser Insel mit 45 Dörfern gibt es nur noch eine Schule. Die andere wurde beim letzten Sturm weggeschwemmt. Die Anderi-Hilfe hat zusammen mit ihren einheimischen Partnern 10 weitere Vorschulen eingerichtet, sonst hätten die Kinder keine Möglichkeit für einen Schulbesuch gehabt. Die Regierung investiert nicht in die Inseln. Nach dem Motto, beim nächsten Zyklon könnten sie ja schon weg sein. Rund 30 Kinder gehen in jede der Vorschulen und das 6-mal die Woche. Für die Besucherinnen aus dem Ausland wollen die Kleinen etwas aufführen, denn so oft verirrt sich nicht jemand auf die abgelegenen Inseln. Seit der Unabhängigkeit 1971 ist Bangla die offizielle Landessprache. Aber die Kinder lernen auch Englisch. Das soll ihnen später im Leben helfen, falls sie nach der 5. Klasse auf dem Festland die Schule besuchen wollen. Die Schüler bekommen Mahlzeiten in der Vorschule. Mit knurrendem Magen lässt sich schlecht lernen. So ist auch eine ausgewogene Ernährung gesichert. Die meisten Familien essen 3-mal am Tag Reis, falls sie genug geerntet haben in diesem Jahr. Dazu gibt es ein wenig Chutney oder eine Gemüsesoße. Fleisch ist für die meisten eine Rarität. Um von einer Insel zur anderen oder auf das Festland zu kommen, muss man die Boote benutzen. Und das kostet Geld. Aber wir sind auf einem besonderen Ausflugsboot unterwegs. Wir wollen in den Sundarbans Nationalpark mit dem größten Mangrovenwald der Welt. Die musikalische Begleitung war gratis. নৌকার যতন করলি না মন মাঝি হাইরে Dieses Krokodil war das größte Wildtier, das wir sehen konnten. Ich arbeite hier seit über 20 Jahren. Frühere Schäden wurden vor allem von den Menschen verursacht, aber jetzt sind es die Wirbelstürme. Die Flüsse werden immer salziger. Dadurch sterben die Bäume ab und der Mangrovenwald ist bedroht. Er hält die Flutwellen ab. Wir haben die illegale Abholzung und die Wilderei im Griff, aber wir sind hilflos gegen die Stürme. In diesen Wäldern sind rund 450 bengalische Tiger zu Hause, die man leider selten sieht.
Der Sundarbans Nationalpark im Südwesten des Landes wurde beim letzten Wirbelsturm 2007 stark beschädigt. Er ist auch jetzt in Gefahr. Von der Meeresseite tritt Salzwasser ein, das die Baumbestände gefährdet. Die Flüsse tragen mehr Schlick und Schlamm und das bedroht ebenfalls das Ökosystem. Dabei ist der Wald für den Schutz des Küstengebietes so wichtig. Wenn der Meeresspiegel nur einen Zentimeter anstiege, würde dieses Gebiet versinken. Den umliegenden Bewohnern wird erlaubt, den Wald zu nutzen. Sie brauchen die Palmblätter für die Dächer ihrer Hütten. Die Nutzung wird aber kontrolliert, so gut es geht. Aber wenn keine alternativen Einkommensmöglichkeiten angeboten werden, ist dies für die Menschen die einzige Chance, Geld zu verdienen. Die Erosion durch die Fluten sowie durch die immer öfter eintretenden Zyklone und Wirbelstürme kann man hier besonders stark sehen. Einzelne Behausungen werden der nächsten Flut nicht mehr standhalten. Nach Prognosen der Wissenschaftler liegen 18% von Bangladesch so tief, dass das steigende Meer diese Fläche bis zum Jahr 2050 verschluckt haben wird. Elvira, in eurem Weihnachts-Newsletter lese ich Folgendes. Derzeit beschäftigt uns ganz besonders die Situation der Musahar im Norden Indiens. Die Musahar gelten in Indien als unrein und werden extrem diskriminiert. Als Rattenesser werden sie beschimpft. Nur die allerniedrigsten und schlecht bezahltesten Arbeiten kommen für sie in Frage, wenn überhaupt. So extreme Armut, schreibst du, habe ich selten erlebt. Die ausgezehrten Kinder zu sehen, das bricht mir fast das Herz. Wie könnt ihr hier helfen? Das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Wir sind vor einigen Jahren zum ersten Mal mit Organisationen in Kontakt gekommen, die gesagt haben, wir trauen uns zu, da überhaupt was zu tun. Mhm. Weil bis dahin hatten wir diese Kontakte nicht. Viele sagen, da kann man nichts machen, selbst von indischen Organisationen. Und ich bin dann einmal dorthin gereist, vor einigen Jahren in den Norden. Und es war schon skurril, als wir auf dem Weg dorthin waren mit dem Wagen. Die Wege wurden immer schmaler und dann mussten wir irgendwo fragen. Und was, wohin wollt ihr? Zu den Musahar? Also so. Ah, ja. Also ihr als Europäer, also ganz da schon seltsam. Und dann kamen wir in dieses Dorf. Ich war total überrascht, hatte gehört von dieser extremen Armut, von Hunger. Das lag inmitten grüner Felder, Weizen, Kartoffeln, die Kartoffelernte war im Gange. Ich dachte, es kann doch gar nicht sein, dass die Menschen so arm sind. Und dann kamen wir in diese Siedlung und es war noch nicht mal, man konnte es kaum als Hütten bezeichnen. Also ein bisschen aus ein paar Stöcken und ein bisschen alten Stoff oder irgendwas zusammengezimmert, wo die Menschen hausten, muss man wirklich sagen. Und Kinder wirklich mit den, ja, die Rippen rausstehend und dicke Hungerbäuche. Und es war eine Not. Und ich sage, wieso arbeitet ihr hier nicht auf den Feldern? Das dürfen wir nicht. Wir würden die Ernte verunreinigen. Nur wenn die abgeerntet sind, die Felder, dann können wir vielleicht die übrig gebliebenen Kartoffel oder die paar Weizenkörner suchen oder eben die Ratten aus den Rattenlöchern. Daher stammt das, diese Beschreibung auch als Rattenesser. Und was habt ihr da gemacht? Wie konntet ihr? Es war am Anfang so schwer, dass wir auch kaum wussten, was wir machen sollten. Also bei diesem ersten Besuch, dann kam eine Frau auf mich zu und sagte, manchmal gehen wir ja betteln, damit wir etwas zu essen haben. Aber heute war keiner unterwegs von uns, weil ihr kommt ja. Das ist ja für uns das Größte überhaupt. Mhm. Wir werden heute alle nichts zu essen haben, aber das macht nichts. Das ist einfach so wertvoll für uns. Und wir großen Kloß im Hals und haben gesagt, sollen wir nicht ein paar Säcke Reis, ein bisschen Gemüse kaufen? Es wäre für uns das Einfachste der Welt gewesen. Mhm. Und dann sagt unser Partner, wir waren ganz am Anfang der Arbeit, ich verstehe euch, aber ich bitte euch, tut es nicht. Sonst erfahren die Menschen wieder, sie sind Bettler, da kommt jemand und verteilt und sie bleiben in ihrer Rolle. Ich will, dass wir ihnen vermitteln, auch ihr seid Menschen mit Würde, ihr könnt was aufbauen. Und so haben wir dann langsam angefangen, haben geschaut, dass die kleine Einkommensprojekte haben, was in dem Kontext bedeutet, Körbe zu flechten oder Ähnliches, sodass sie sich ein bisschen was verdienen können. Wir haben die Kinder zusammengeholt. Das war für mich auch
total eindrucksvoll. Dann habe ich gesagt, geht denn ein Kind aus eurer Siedlung hier zur Schule? Nein, kein Kind. Ich sage, wieso? Ja, das ist zu weit. Ich sage, wie weit ist das denn? Ja, so da, so 1 Kilometer. In dem Hauptdorf, wo andere Gruppen leben. Ne? Naja, ich sage, 1 Kilometer ist ja nun nicht wirklich so weit. Ne? Es wurde deutlich, die hatten es mal versucht mit einigen Kindern, die wurden so beschimpft, so misshandelt in der Schule, weil sie Musaha waren, dass sie sich gar nicht mehr trauten, hinzugehen. Daran zu arbeiten, zu sagen, ja, Ziel muss sein, dass diese Kinder in diese staatlichen Schulen gehen können. Das ist ein Ziel. Aber im Moment muss es darum gehen, diese Kinder mal zusammenzuholen, dass sie ein bisschen miteinander spielen, ein bisschen miteinander lernen können. Und so haben wir angefangen mit kleinen Lernzentren einerseits für die Kinder und mit kleinen Einkommensmöglichkeiten für die Eltern. Und das sind so die ersten Schritte. Das wird ein langer Weg, aber wenn ich jetzt sehe, in diesem ersten Projekt, wo wir vor 1,5 Jahren angefangen haben und alleine die Bilder vergleiche, die Gesichter waren am Anfang wie tot. Die waren völlig hoffnungslos. Und jetzt sehe ich da so strahlende Kinder, die miteinander tanzen und Spiele machen. Das also was kannten diese Kinder nicht. Wie viele Musahas gibt es denn? Schätzungen gehen von mehreren hunderttausend aus, vor allen Dingen im Norden Indiens, in Bihar, in Nachbarbundesstaat Uttar Pradesh. Oft wirklich als kleine Gemeinschaften weit außerhalb der Dörfer lebend. Und da ist noch viel zu tun, aber wir haben jetzt das dritte Projekt begonnen, wollen das auch ausdehnen, wollen einfach mehr Maßnahmen machen, damit diese Menschen wirklich Schritt für Schritt sich ein Leben in Würde aufbauen können. Ein Leben in Würde, das ist eines eurer zentralen Themen, das lese ich immer wieder in euren Veröffentlichungen. Ein Leben in Würde führen, das ist wohl eines eurer grundlegenden Ziele, die ihr habt. Ja, es geht nicht darum, dass die Menschen reich werden. Die haben vielleicht nach 10 Jahren Förderung gerade so viel, dass sie ihren Lebensunterhalt verdienen können. Aber sie haben eine gewisse Sicherheit, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Und zwar in der Heimat. Sie haben ein Dach über dem Kopf, können die Kinder zum Arzt bringen und zur Schule schicken. Dann ist ganz, ganz viel erreicht. Und das klingt vielleicht oder sieht für uns mit unseren Augen betrachtet immer noch nach Armut aus. Aber es ist schon ein Leben in Würde, finde ich. Ihr habt in den letzten Jahrzehnten, Elvira, nicht nur Millionen Frauen in Frauengruppen organisiert, damit die sich emanzipieren konnten, 1,4 Millionen Blinde geheilt und bei tausenden Kinder dafür gesorgt, dass sie in Schulen können und jetzt nicht mehr in Fabriken arbeiten müssen, also aus der Kindersklaverei befreit. Was ist denn deine Motivation für all diese Arbeit über viele Jahrzehnte lang? Für mich ist auf der einen Seite die extreme Not dieser Menschen und diese Vorstellung, selbst ja auch in diesem Land geboren, ich hätte auch dort geboren sein können oder es könnten meine Kinder oder meine Enkelkinder sein. Das alleine ist schon Motivation genug. Und dann auf der anderen Seite, und ich glaube, das braucht es auch, das Erleben, dass sich wirklich etwas verändern lässt. Und das ist immer wieder die neue Motivation. Und es kommen ja auch neue Aufgaben dazu. Das war in deinen Filmen die Kinder in den Streichholzfabriken, die Kinder in den Steinbrüchen. Heute sind es Kinder einer extrem benachteiligten Bevölkerungsgruppe, der Musaha im Nordindien. Solche Armut habe ich in meinen 40 Jahren selten gesehen. Solche, wirklich, die Menschen hungern, sie haben keinerlei Chance, nicht mal zu arbeiten, weil sie so extrem diskriminiert werden. Und wenn ich da sehe, nach einem Jahr fängt es an, dass die ersten Kinder in ein einfaches Lernzentrum gehen, zum ersten Mal im Leben miteinander spielen und lernen und ja, dann weiß ich schon, das ist der richtige Ausgangspunkt. Und letztendlich, wir können große Zahlen nennen und irgendwo sind sie beeindruckend. Aber letztendlich brauchen wir auch immer das Beispiel von dem einen Kind, wo wir sehen, schau mal, was ist draus geworden. Weil das ist das, was, glaube ich, Menschen am meisten motiviert. Der eine Blinde, der jetzt wieder sehen kann und so stolz erzählt, wie er jetzt wieder arbeiten kann, sein Puffreis herstellt und die Familie wieder ernähren kann. Oder die junge Frau, die mir jetzt so stolz erzählt, dass sie Krankenschwester wird. Wirklich die erste in der Familie, die überhaupt zur Schule hat gehen können. Und das sind die Dinge, da möchte ich weitermachen dran, weil ich sehe, das lohnt sich. Also eine Aktion, die mich beinahe umgehauen hat, die ich für nicht mehr möglich hielt in unserer Zeit, ist die Tempelprostitution. Ihr habt ja hunderte junge Frauen aus der Tempelprostitution
befreit junge Frauen, die den Tempelpriestern oder den Lastwagenfahrern oder sonst den Männern in dem Dorf als Prostituierte zur Verfügung stehen müssen. Ist das denn endlich vorbei mit der Tempelprostitution jetzt? Vielerorts ja. Also wir haben in manchen Gegenden diese Projekte wirklich dann abschließen können, weil das sich so durchgesetzt hat. Es ist seit Anfang der 80er Jahre per Gesetz verboten. Eigentlich relativ spät, wenn man drüber nachdenkt. Aber es war eine lange Tradition. Früher wurden diese Mädchen an den Höfen der Fürsten als Tänzerinnen ausgebildet, hatten einen hohen Rang. Das hat sich dann sehr verändert in der Kolonialzeit auch. Und wie gesagt, sie wurden immer noch der Göttin geweiht und mussten dann tanzen bei den religiösen Festen und anschließend den Männern zur Verfügung stehen, konnten sich dagegen nicht wehren. Es findet zum Teil noch statt, aber es hat deutlich nachgelassen. Ich habe bei einem einen Partner, den ich besucht habe im Westen Indiens, der sagte, hier in unserem Projektgebiet gibt es das nicht mehr. Es gibt aber Eltern, die nehmen ihr Mädchen und fahren in eine andere Region und lassen es doch der Göttin weihen. Weil der Gedanke dahinter ist, dass die Gnade der Göttin erfleht werden soll, indem eine Tochter geweiht wird. Ein anderer Aspekt ist, als Prostituierte geweiht wird. Es ist so zwiespältig. Auf der einen Seite gelten diese Mädchen, diese Frauen als Stellvertreterin der Göttin. Also etwas sehr hoch angesehenes, dass sich dieser Missbrauch daran angeschlossen hat. Das ist etwas, was ursprünglich nicht dazugehörte, was aber stattfindet. Und da gehört es natürlich dazu, dass wir diesen Frauen eine Chance geben, überhaupt anders ihren Lebensunterhalt zu verdienen und alles dafür zu tun, dass die Mädchen, deren Töchter, einen anderen Weg gehen können. Weil das war früher natürlich so, die Töchter von Devadasis, von Tempeltänzerinnen, konnten gar nichts anderes als diesen Weg der Mutter weitergehen. Und das gelingt zum Teil. Aber das ist ein schwerer Weg, weil das auch eine sehr verankerte alte Tradition ist. Tempelprostitution, eine Geschichte, die man sich in Deutschland kaum noch vorstellen kann. Deshalb schauen wir uns mal einen Ausschnitt an aus einem Film, den ich darüber, über die Tempelprostitution in Indien gedreht habe. Junge Mädchen tanzen den Matama-Tanz, ursprünglich ein religiöser Tanz im Hinduismus. Heute aber dient er der Tempelprostitution. Nach einem Familienunglück opfern Eltern oft eine 5- bis 6-jährige Tochter der Göttin. Mit 9 Jahren müssen die Mädchen vor Männern tanzen und ab 13 den Tempelpriestern, den Dorfältesten und vielen anderen Männern sexuell zur Verfügung stehen. Die Fußkettchen sind das Symbol der Matamas, der Tempelprostituierten. Dieses Symbol empfinden heute viele als Fessel, aus der sie sich befreien wollen. 25.000 Tempelprostituierte gibt es heute im Bundesstaat Andhra Pradesh. Für immer mehr von ihnen ist Prostitution würdelos und frauenfeindlich. Ein System, in das ihre Eltern sie gezwungen haben. Diese Tempelprostituierten sind in den letzten Jahren ausgestiegen. Von der Anderi-Hilfe bekommen sie die Ermutigung zu einem neuen, selbstbestimmten Leben. Sie träumen von Familie, von Kindern und einem neuen Leben in Würde. Elvira, wie ist denn die Struktur der Anderi-Hilfe? Wie konkret und praktisch arbeitet ihr denn bei den tausenden Projekten, die ihr in den letzten Jahren in Indien und Bangladesch durchgeführt habt? Für uns ist es immer der Schlüssel, dass wir vor Ort geeignete, sowohl engagierte wie auch kompetente Partnerorganisationen haben. Denn es soll nicht darum gehen, dass wir von uns aus den Menschen irgendwas vermitteln wollen, was sie tun sollen oder verändern sollen. Es muss aus dem Herzen der jeweiligen Länder kommen. Das heißt, dort sind Partnerorganisationen, das sind meistens eingetragene Organisationen, die eben Anträge an uns schicken. Und dann muss das erstmal genau geprüft werden. Wir haben da eine hohe Verantwortung den Spenderinnen und Spendern gegenüber. Und einer der Hauptschlüssel für den Erfolg der Arbeit ist die Auswahl der richtigen Organisation. Das heißt, das ist eine sehr intensive Prüfung auf Herz und Nieren.
durch indische Fachleute, bangladeschische Fachorganisationen, damit wir an dem Punkt sicher sein können, wir können diesen Menschen dort vertrauen, können auch das Geld der deutschen Spenderinnen und Spender anvertrauen. Dann kommt es natürlich auf die Art der Projekte an. Wir haben gesagt, es sind 5 Bereiche, auf die wir uns fokussieren, weil wir sie für absolut zukunftswichtig halten. Das eine, wir haben angefangen mit dem Thema der Augenlicht retten, das Thema Gesundheit. Heißt nicht nur Augenlicht, sondern heißt Hebammenausbildung, heißt Krankenschwesternausbildung, heißt Basisgesundheitsversorgung in den Dörfern. Das zweite Thema ist Bildung. Der Schlüssel, das wissen wir, sowohl für die Kinder, aber auch für die Erwachsenen. Ja, und da geht es eben um die Schulbildung einerseits, aber auch, dass Frauen, die Analphabetinnen sind, Männer genauso, viele wichtige neue Kenntnisse erlangen können. Dass wir aber auch das traditionelle Wissen, was ja in diesen Menschen besonders vorhanden ist, auch wertschätzen und einbeziehen. Das dritte ist Selbstständigkeit sichern. Wenn Menschen abhängig sind, und das sind in unseren Zielgruppen die allermeisten, von einem völlig unsicheren Tagelohn, der kaum zum Überleben reicht, diesen Menschen Chancen zu geben, dass sie durch Landwirtschaft, durch ein handwerkliches Kleingewerbe, was auch immer, ihre Arbeit einsetzen können, das ist das, was absolut relevant ist. Dann geht es um die Rechte der Menschen. Sie müssen einfach auch verstehen, sie sind nicht Almosenempfänger, und das ist uns so wichtig von Anfang an. Sie müssen wissen, hier geht es um mich als Mensch, und ich habe eine Würde und ich habe auch Rechte, und es gibt auch Regierungsprogramme. Da ist ein ganz großer Hebel. Wir haben im letzten Jahr zum Beispiel gesehen, dass wir etwa 5 Millionen Euro eingesetzt haben in allen Projekten. Im selben Jahr wurden aber über 20 Millionen von der indischen Regierung für dieselben Zielgruppen eingesetzt. Aber sozusagen eure Hilfe die Voraussetzung, ist dass die indische Regierung was getan hat. Genau so. Und das finde ich sehr, sehr zukunftsweisend. Und das andere ist dann dieser Aspekt Klima- und Umweltschützen. Wir wissen und erleben es in diesen Ländern hautnah, davon hängt das Überleben der Menschen ab. Und da können wir, wie gesagt, ja auch nicht, wir können den Klimawandel mit unserer Arbeit nicht aufhalten. Natürlich geht es auch darum, dass die Menschen zum Beispiel kleine Biogasanlagen bauen oder einfache Herde, wo sie sehr viel weniger Brennholz brauchen. Dann brauchen sie nicht mehr abholzen. Die Kinder, insbesondere die Mädchen, müssen nicht stundenlang Brennholz suchen. Die Frauen atmen nicht den gesundheitsschädlichen Rauch ein. Viele Aspekte. Aber es geht auch darum, dass die Menschen sich anpassen müssen an den stattfindenden Klimawandel. Und dazu gehört an Dürre angepasstes Saatgut dazu. Da gehört dazu, dass man eben diese Hütten höher legt, dass man in Selbstständigkeitsprojekte investiert, wo die Menschen eben die Kenntnisse und ihre Handwerkszeuge im Notfall auch mitnehmen können. Ich bedanke mich sehr für diese wichtigen und spannenden Informationen, Elvira. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank für Ihr Interesse. Und natürlich, am Anfang habe ich gesagt, jeder kann etwas tun. Also blenden wir jetzt eine Kontonummer ein. Ich weiß, Sie warten alle darauf, dass das geschieht. Die Kontonummer der Andere-Hilfe, die finden Sie. Wir blenden sie ein, aber Sie finden sie auch in der YouTube-Beschreibung, die Sie sehen und finden auf diesem Kanal. Andere-Hilfe Bonn, wenn Sie das ins Internet eingeben, kommen Sie weiter und finden auch die Kontonummer, um selber helfen zu können. Herzlichen Dank. Liebe Elvira, herzlichen Dank für Ihr Interesse, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Sie wissen, jeden Montagabend um 20.30 Uhr zeigen wir Zukunftsthemen. Heute zum Beispiel zum Thema Entwicklung ist möglich, wenn wir es wirklich, wirklich wollen. Thank you.